Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Okay. Dann hätten wir das jetzt auch als Aufgabe. Ich muss mal ganz kurz was nachsehen, liebe Leute. Sekunde. Oh, OBS. Warum ist OBS manchmal so nervig? So, kann weitergehen. Aufträge. So, machen wir das mit Sebastian erstmal, damit wir einen Fluch haben. Wo ist denn das, wo wir da hin müssen? Weltkarte. Hogwarts. Ich möchte da gern hinfliegen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal aus Hogsmeade raus und schauen, ob wir dann fliegen können. Ich glaube, da ist der Ausgang. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Du bist im Bereich, in dem das Fliegen erlaubt ist. Drücke Tab und tippe dann auf 3. Was? Drück doch Tab. Ach's. Ah. Okay, I get it. Alles klar. Oh mein Gott. Wir können einfach fliegen. Ach, und da hat es so eine Schutzbubble. Was ist, wenn ich da einfach reinfliege? Kein Zugriff mit Besen oder rein. Och, Mann. Oh, wie cool. Endlich. Ja, da könnte man sich eigentlich mal die Bahnstrecke anschauen. Beziehungsweise, da hat es doch, glaube ich, irgendwo so einen Schnellreisepunkt hier, den ich nicht geholt habe. Oder irre ich mich da? Nee. Okay, schauen wir uns mal die Bahnstrecke in diese Richtung an. Ah, oh, und jetzt der Zug, wenn er vorbeikommen würde. Oh, was zum... Okay. Wetten, dass es in einem Tunnel endet, wo man da nicht rein kann? Oh, ich kann da rein, aber... Nee, ich kann da nicht rein. Schade. Interesting. Na gut. Zurück nach Hogwarts. Was passiert da mit Q? Ach so, das ist einfach nur... Okay, alles klar. Bin schon mal gespannt, wie wir dann das Reittier haben. Sicheren Ort als Hogsmeade? Ich habe ja das vorgestellt gehabt und da hätte es ja Boni gegeben. Das sollte eigentlich irgendwann mal auftauchen. Aber wir könnten eigentlich mal ins Bootshaus runterschauen. Da gibt es bestimmt irgendwas zu entdecken.
Anhalten. Ah, oh, bleib stehen. Shit, wie war das wieder? Mit B absteigen. Okay. Das B ist ein bisschen blöd gemacht. Okay. Ah, zumindest eine Kiste. Und Schnellreisepunkt. Mega Powertank, da sage ich nicht nein. Okay, das scheint es aber gewesen zu sein. Ja, gut. Dann ab nach da oben. Ich hoffe, der bringt mich jetzt zum nächsten Eingang. Weil da unten müssen wir hin, also gehen wir mal hier rein. Komm, absetzen. Das Absetzen. So, dankeschön. Da ist er ja. Ja, beziehungsweise der Marker dafür. Hier drüben. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Okay. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Ah, okay. Ja, betreten, bitte, danke. Sieht aber schön aus. Warum sind wir jetzt da nur alleine rein? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ah, ja, das mit dem F, das habe ich schon rausgefunden gehabt. Das habe ich doch vor allem mit der Brille einmal gemacht. Ja, es ist aber irre, ne? Wie lange sich das Spiel zieht. Ich keine Ahnung, es sind jetzt 6, 7, 8 Stunden, wo ich schon gespielt habe. Gefühlt habe ich einfach nur null Progress gemacht. Sehen wir mal ein bisschen um. Oh, Kiste. Rufe mit Quaste. Rebellion. Was da? Ah, da hinten ist noch was. Oh, das war schlechter. Okay, wie schaut denn das Neue aus? Oh, ist sogar besser. Ja, warum auch nicht? Andere Farbe wäre halt irgendwie geil. Kann ich denn bei F die Farbe ändern? Nee, ne? Das sind nur die anderen Gegenstände. Okay. Also, los geht's. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Klingt nach einem gefährlichen Zauber. Du klingst wie Ominous. Er missbilligt die Verwendung verbotener Zaubersprüche, obwohl er diesen gerne gelernt hat. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Ja, gefahrenlos ist immer relativ. Bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Ja, dann machen wir das mal. Z wie Zorro. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele. Confringo. Okay. Damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Confringo! Gut gemacht. Okay, wie ist cool. Das so? Ein bisschen heiß. Du bist eine starke Person aus. Bestimmte Talente können seine Wirkung auf Gegner verändern. Okay. So. Ich glaube, ich hab's. Ach, da hinten ist noch einer. Gut gemacht. Handschuhe, die besser sind. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist... Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fick und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden.
Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcraft gehe, gebe ich Bescheid. Okay, alles klar. So, vielleicht könnte ich jetzt doch mal das mit dem Duell ausprobieren. Lasse die Krypta, beschaffe ein ja, das war das da. Akku-Duellbrett. Nach Verfolgung aktuell nicht verfügbar. Okay, ich muss erstmal hier rausgehen. Ganz wie du möchtest. Dann gehen wir hier raus. Hallo Sebastian. Was? Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Ich stieß zufällig darauf. Tu mal bei Lügen. Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht. Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Alter, was hast du? Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür ja. Wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Ziemlich gut die Vibes da zwischen euch. Mann, Mann, Mann. Okay, kann ich jetzt den Fokus ändern von meinem Auftrag? Das da. Karte. Dann bin ich das endlich mal los. Werde es vermutlich wieder nicht schaffen, aber ja. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich die Tränke endlich mal sehe. Nachricht lesen. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Ja, ich habe einen Besen. welcher Zauber muss ich da jetzt zeitgleich nutzen? Ausrüstung, Aufträge. Melde dich bei Professor Fig. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Kann ich mir den Fokustrank da irgendwie ablegen? Duros, Maxima. Reduziert die Abgezeit für Zaubersprüche. Okay. Ist jetzt abgelegt. Von den Zauber her habe ich erstmal. Mal schauen. Will ich da für den Kampf noch was haben? Die will sie ja sich nicht zu mir ziehen eigentlich. Entwaffnen vielleicht noch mit dazu. Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald ja, sie später. Voraussetzungen erfüllt haben, kommen sie nach dem Unterricht zu. Hallo Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Na, wer kommt denn da? Bereit für eine neue Chance? Absolut nicht. Aber das auf geht's. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an?
Sebastian. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Es ist so unfair. 4 gegen 2. Ja, ja. Ich weiß. Arceus und Pringo. Expelliarmus. Konfringo! Konfringo! Idioso! Idioso! Ah, shit! Akio! Konfringo! Potato! Idioso! Konfringo! Wie konnte ich den nochmal nutzen? Da hab ich nur einmal Tab drücken, ne? Okay, sehr gut. Okay. Das läuft jetzt ziemlich gut. Ich hab's geschafft, endlich! Was für ein Duell. Sehr geil. Endlich. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Ja, ich glaube, ich hatte eher Glück. Es war einfach nur Glück, mehr nicht. Bitte, Glück allein reicht für sowas nicht. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Oh, das hat es nur wegen mir da oben gewartet. Oh, bin ich froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Okay, Maxima Duros und Testus hier zeigt gleich. Maxima und Enduros, habe ich die? Maxima und Enduros habe ich. Und dann zeitgleich. Okay. So, Aufträge. Talente. Raum der Wünsche, Schleichen, Haupttalente. Gehen wir hier nochmal rein. Ausweichen gedrückt halten. Nee, das brauche ich nicht. Dunkle Künste. Super, dafür gesehen wie ein Fluch. Allgemein, was haben wir hier? Konfringo-Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Oh ja, bitte. Okay. Aufträge. Ach, wenn ich nur wünschte, wissen würde, wie das Hauch von Liebe weitergehen würde da. Naja. Akio-Duell hätten wir auch noch. Beschaffe die Zaubertränke maximal Duros. Das wäre was für ein Kampf. Beschaffe und teste ein. Was? Venemosa Tentacula? Und beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere. Okay. Müssen wir vielleicht oben in den Raum der Wünsche reingehen? Kartenkammer. Geh mal zu Professor Fick. Da. Was ist da dem am nächsten? Na ja, vermutlich der hier. Einmal reisen. Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Nö, gerade nicht. Ich will schnell andere Sachen machen. Cool.
Oder so. Moinsen. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich habe etliche Nachrichten von Professor Blacks Hauselfen Scrope erhalten. Scrope schickte Ihnen Nachrichten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Er bat mich, ihn zu treffen und sagte mir dann, ich solle den Toast... Warum sollten Sie Toast mitbringen? In eine Höhle unter dem See. Dort fand ich Richard Jackdaws Geist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht. Es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Jetzt bin ich immer sehr gespannt, wie es da weitergeht. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Und das war die ganze Zeit hier unten. Sieht vielversprechend aus. Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Das nur sehen könntest. Okay. Ah, da ist er ja. Ihr habt mich schon gefragt, wo er ist. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen Ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von Ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe,
Die verbotene Abteilung. Die Suche nach dem Raum. Das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges. Aber keine Prüfungen. Dass sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn... Vertrauen Sie, Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Aber ich stehe doch direkt neben dir. Mach das doch jetzt. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Okay. Ja, dann ist das also so. Ich bin wirklich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Alles klar. Cool. Ah, sieht schon geil aus mit dieser Karte. Nice. Jetzt hätte ich gern in Raum der Wünsche drin als Boden. Okay. 1600 Meter. Ich glaube, das machen wir nicht direkt als nächstes. Sammlungen, Herausforderungen. Was gibt's denn da so Neues? Belohnung einsammeln. Okay, cool. Sonst noch was? Nö. Sammlungen, was haben wir hier? Ach, das sind nur die ganzen Sachen. Aufträge. Einmal hier rein. Flugprüfung. Probieren wir das mal. Karte. Hier draußen. Was da irgendwie... Schnell hin. Ja, hier. Einmal reisen. Macht Spaß. Liebe Leute, so um die 12 rum werde ich dann nochmal eine kleine Pause machen. Werde dann mal Mittag essen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass ich dann am Nachmittag wieder anfange und weiterspiele. Sie so um die 2, 3 rum. Ja gut, da können wir jetzt auch hingehen, da müssen wir jetzt nicht hinfliegen. Ist eigentlich das Quidditch-Spielen jetzt schon implementiert oder kommt es noch? Ich meinte irgendwas gehört zu haben, dass es von Anfang an ja nicht drin ist. Guten Tag. Wenn Black nicht abgesagt hätte, müssten wir das verflixte Ding gar nicht erst suchen. Geil. Schon ganz schön groß hier. Wenn das nicht Slytherins neuestes Besenwunder ist. Guten Tag. Hallo, Imelda. Albie Weeks schickt mich. Ach ja?
Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopten gehört? Du klingst eifersüchtig, ja? Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du kannst doch kein Slytherin sein. Pff, dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Slytherin. Ja, einverstanden. Ach, warum nicht? Bestimmt kann es doch gar nicht sein. Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Okay, wie läuft das jetzt ab? Geschafft. Ah, okay. Die muss ich unbedingt... Nein! Komm, 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 das muss ich schaffen. Fuck, 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 fuck. Kommt die noch? Komm, 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 komm. Nice. Fabelhaft. Oh, die Musik passt jetzt auch echt gut dazu. Komm, schneller, 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 schneller. Sind die anderen eigentlich die Ringe jetzt dann auch? Oder sind nur wir das? Fuck, 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 fuck. Geht zum Ringe. Das macht echt Spaß. Hol ich jetzt. Aber ich glaube, ich schlag mich gar nicht mehr so schlecht. Nein, 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 nein. Oh, scheiße, scheiße. Oh, das ist teilweise echt fies. Yes! Nice! Geil, neue Bestzeit, 1,40. Boah, wie langsam ist sie denn dann gewesen? Geil. Na, was hast du jetzt dazu zu sagen? Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Okay, kehr zum Podium zurück, um andere Rase herauszufordern. Um in der Rangliste dann aufzusteigen. Moin. Okay, zur Albie Weeks sollen wir wieder zurückkehren. Das heißt, das wäre dann erledigt. Lass Balloons über den Bahnhof von Hogsmeade platzen. Bringe Balloons rund um Quidditchfeld zum Platzen. Okay. Ich meine, da wären das ein paar gerade bei mir. So, das mit der Flugprüfung könnte zu Albie Weeks zurück. Bringe Fatima Labang 3 Unsichtbarkeitstränke. Mach mal das mal schnell. Ist es denn weit weg? Oh, das glaube ich ist weiter weg, aber da können wir fliegen. Dann sehen wir ein bisschen was.
Besen, die drei. Bei den Dingern jetzt einfach durchfliegen, oder wie? Okay, die Dinge einfach kaputt machen. Wo sind die anderen? Ah, da hinten. Nein! Oh! Komm her! Komm, komm jetzt her! Ich glaube, ich müsste jetzt Nummer 4 sein. Wo ist Nummer 5? Ach, da hinten. Okay. Dann hätten wir das erledigt. Wie hoch kann ich da eigentlich fliegen? Okay, schon ziemlich hoch. Ist ja krass. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen nach unten. Sonst sehen wir ja hier nichts. Schade, dass es halt nicht Tag ist. Kann ich denn in Hogwarts Legacy irgendwie die Zeit vorspulen lassen? Also, Frage an die Regie. Okay, gehen wir mal ein bisschen auf Tiefflug. Vielleicht sind wir irgendwo ein Schnellreisepunkt. Scheint eine recht ruhige Gegend hier zu sein. Was läuft da unten? Okay, die waren einfach nur so da. Alles klar. Gegner. Ah, das ist das Doof, was sie auch im Preview schon mal gezeigt haben. Ich erkenne es wieder. So, das ist doch bestimmt ein Schnellreisepunkt. Das ist ein Fragezeichen. Rebellion. Ah, mach das nochmal. Das schiefe Haus. Die Einheimischen nennen es das schiefe Haus wegen des seltsamen Winkels, in dem es in den Wurzeln des überhängenden Baumes sitzt. Okay. Und kann ich rein? Ich kann da einfach rein. Wieder ein Gegenstand, der nicht identifizierbar ist. Ja, wäre jetzt kein Haus für mich. Da hinten ist wieder seine Aufgabe. Immer zu spät, dieser Pippin. Ich bin doch schon da. Madame Le Wang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Die haben da ganz schön gute Vibes, die zwei, hä? Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie. Ist das eine gute Idee? Aber das jetzt... Naja, was soll's? Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Okay. Unsichtbarkeit. Ist es der da hier? Ja. Okay. Ja, funktioniert doch. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten?
Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Gut, da könnten gerade noch ein paar Sachen verkaufen. Ja, Tränke vermutlich mal verkaufen. Das ist schlechter. Das wissen wir noch nicht. Wobei das jetzt schon auf Rot ist. 150 kriegen wir da. Das kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank. Und das da wollen wir ausrüsten. Danke für den Besuch. Ich weiß, ja, immer gern. Ausrüstung. Handbekleidung. Nice. So, Schnellreisepunkt. Muss doch hier irgendwo geben. Was schon mit so ein Teil. Was Ingwer. Oh, Ingwer ist sowas Geiles. Der Barkeeper in Kiembridge hat immerhin fordert an Ingwerwurzeln, um die Übelkeit seiner Gäste zu bekämpfen, damit sie länger trinken können. Okay. Das ist irgendeine Kiste da unten. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Also mir wird's gefallen. Oh, yes, da. Welch angenehme Überraschung. Okay, das hätten wir dann schon mal aktiviert. Aber ich sehe noch nicht, was wir hier machen müssen. Sieht nämlich alles relativ normal aus hier. Revelio. Ah, mehrere Kisten. Aber ins Gebäude kommen wir nicht rein. Ist auf der Hinterseite was? Yes. Oh, und bei der Brücke. Und da hinten. Ups, das war jetzt nicht so schlau. Komm, lass mich. Na, oh, shit. Jetzt kommst du jetzt da. So, einmal rauf, komm, rauf aufs Boot. Dann halt nicht. Hier rauf. Jetzt komm, geh doch da rauf. Das kann. Ach Mann. Gehen wir halt den altmodischen Weg. Revelio. Weil jetzt hast du erstmal du. Nicht identifizierbarer Gegenstand. Oder nicht infizierter, so. Nice. Komm. Also das Rumsuchen, das tut sich da schon rentieren. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Naja. Revelio. Aber ich würde schon noch schöner gehen. Was ist dein Rätsel hier? Ich glaube, die kleine Kiste da unten hole ich mir noch. Moin. Da ist sie. Na komm. Jetzt komm, geh da rauf. So, komm, geh auf. So, Aufgaben. Wie schauen wir jetzt aus? Das war die Flugprüfung. Kehre jetzt zu Peter Pippin zurück. Wie schaut es anhand der Schatzkarte? Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Das war noch das Duell. LB Week. Perry Pippin.
Wo ist denn das? Wir könnten eigentlich noch beim Bahnhof. Prüfung Merlin. Ach, gehen wir mal direkt Hogsmeade. Schnellreise. Hey, komm, Schnellreise. Dankeschön. Und dann ab in den Turm. Schade, dass mein Hogsmeade nicht fliegen darf. Auf geht's nach Hogsmeade. Ah, da müssen wir rein. Komm. In den Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Nö, nicht wirklich. Kein Problem. Ich habe mich darum gekümmert. Das höre ich gern. Und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Ich hätte gerne eine zusätzliche Belohnung. Oh, ich bin mal dreist. Die Lieferung der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine extra Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald. Cool. Das hat funktioniert. Okay, und dann müssen wir noch auf die andere Seite. Oh, war da gerade eine Seite? Ach, hier. Yes. Katze. Oh, so süß. Oh. Oh. Wo war denn das jetzt mit die... Ach, hier. Geil. Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Oh ja. Und wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Hm. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Ja, gut. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Schauen wir mal. Aufträge. Jetzt hier mit dem Turm. Das war das mit den Ballons, das war das mit den Kräutersachen da. Zaubertränke, Maxima und Edurs zeitgleich und halt richtig mal besser Fick an den Turm. Der ist außerhalb, das heißt wir machen hier hin mal kurz eine Schnellreise. Hallo? Und dann schauen wir, was uns da erwartet. Die erste von vier Prüfungen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Oh, ich glaube, ich sehe wieder eine Seite. Ach, hier. Da war doch gerade eine Seite, oder nicht? Revelio. Oder auch nicht. Okay. Okay, wir dürfen fliegen. Einmal die drei. Ja, wir dürfen nicht fliegen. Warum nicht? Okay. Und was bist du? Revelio. Warum? Ah, jetzt geht's.
noch mehr von den Dingern. Kann ich die auch kaputt machen? Ja, das geht. Das ist riesig hier. Wir müssen da eigentlich mal unten rum, einfach mal zu Fuß rumgehen. Und zu schauen, was man da so entdecken würde. Ja, so eine kleine Burg vielleicht mal gewesen hier. Auf alle Fälle scheint da was los zu sein. Da ist ein Feuer und es raucht. Und ich glaube, ich sehe Schnellreisepunkt. So, bitte einmal absteigen. Besten Dank. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, könnte man so sagen. Euch nehme ich natürlich mit. Hier drüben. Wieso flüsterst du? Wir sind nicht allein. Nein. Rainrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollen uns... Desillusionierungszauber, das war der hier. Kündigen. Ja. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Beeilung. Wenn ein Gegner unerkannt erreichst, kannst du den Petrificus Totalus wirken. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, während stärkere erheblichen Schaden nehmen. Okay. Moment. Habe ich den schon überhaupt? Nee. Die Findu, wo werden das drin? Oh, und das sind die ganz schlimmen hier unten. Ja, vermutlich kommt's gerade. Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Hä, aber wie? Ich hab den jetzt gar nicht gesehen. Wo ist denn der? Momentum. Hä? An den Gegner rangehen. Okay. Ah, okay, alles klar. Totalus. Danke. Gut gemacht. Wo bist du? Was soll ich jetzt vorgehen? Untersuche. Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Moment, kann ich die jetzt alle ausschalten damit? Einfach so? Okay, das ist jetzt schon irgendwie fies. Ob der andere das jetzt mitkriegt? Holy shit! Ist da jemand? Nö. Als hier Wache zu halten. Du bist leise wie ein Grabhorn. Okay, das haben sie jetzt vermutlich mitgekriegt. So, ja dann. Holy shit. Da hätten wir einmal aufgeräumt. Okay. Rebellion.
Ah, hier drin. Aber zu spannend. Vermute mal, wir müssen da rein. Aber da ist dicht. Das suche hier das Anwesen. Hier drin vielleicht noch etwas. Nee. Das kommt alles mit. Aber hier? Ach, hier. Ah, halt. Warte, das hier. Auch nix. Was soll denn hier noch was sein? Ah. Befehle. Versuche den Turm und seine Umgebung, halte die Augen nach allen offen, was mit den Namen zu tun haben könnte. Was er findet, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Mhm. Oh. Du wirst Blut. Komm her, du. Autsch. Nice. Scheiße. Ah. Das hat gesessen. Okay. Oh, da hinten leuchtet es grün. Ist da was Gutes drin? Mega Powertrank. Sehr geil. So. Versuche den Turm. Das dürfte der Eingang sein. Yo, aber die Tür geht nicht auf. Sie ist verschlossen. Gewesen. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht lernen, können wir es im Schloss nachholen. Ah, ja, sehr gern. Dann einmal nach oben. Da geht's nicht weiter. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so... Willkommen in Senbakars Turm. Oh, hallo. Hallo, Professor. Sagten Sie Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fick Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Und weg ist er. Okay, ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Ja, dann schauen wir doch mal schnell. Oh, Entschuldigung.
Dürfte ja nicht so schwer sein. Rietzel. Was? Oh, das war einfach. Kommt da jetzt wieder ein Endgegner? Ach shit, ich sehe schon. Die erste Prüfung. Okay, liebe Leute, nachdem es jetzt gerade Mittag ist, werde ich an der Stelle erstmal Schluss machen. Gibt erstmal ganz gut was zu futtern. Solltet auch mal was essen, wenn ihr noch nicht gegessen habt. Und dann sehen wir uns am Nachmittag wieder. Also denken wir so um die 2-3 rum, dann schwimmen wir wieder weiter. Und am Abend habe ich irgendwie Bock auf TD2, dass wir da mal wieder rumfahren. Oder eventuell Simray. Mal schauen, vielleicht kommt das Patch ja heute noch raus. Also, schön wart ihr mit dabei und dann bis später. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.